Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte diesen Beitrag mit den Worten von Otto von Bismarck beginnen. Lügen können ganze Kriege in Bewegung setzen. Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten. Dass Lügen bereits oft als Vehikel für Konflikte gedient haben, zeigt ein Blick in die Geschichte. Doch was, wenn die schnöde Lüge zu offensichtlich ist? Psyops bzw. psychologische Kriegsführung ist ein machtvolles Werkzeug, wenn es darum geht, den Feind oder das eigene Gefolge auf Linie zu bringen bzw. hinter sich zu versammeln. Laut der Definition der Wikipedia handelt es sich hierbei um Folgendes. Der Ausdruck psychologische Kriegsführung bezeichnet im Militärwesen und in der Kriegsführung alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellung von gegnerischen Streitkräften sowie fremder Zivilbevölkerung im Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen. Dabei wird durch gezielte Falschinformationen Einfluss auf die strategischen Erwägungen des Gegners genommen. Unter anderem ist psychologische Kriegsführung Methode von Geheimdiensten, wie sie beispielsweise mit der sogenannten Zersetzung in der Vorwendezeit durch das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR angewendet wurde. Es geht also um Beeinflussung, darum, den Widerstand zu brechen, um seine militärischen Ziele mit so wenig Verschleiß und Einsatz von Mensch und Material zu erreichen. Der 34. US-Präsident Dwight D. Eisenhower hat es einmal schön auf den Punkt gebracht. Psychologische Kriegsführung ist alles, vom Singen einer schönen Hymne bis zu den außergewöhnlichsten Arten psychologischer Sabotage. Bei den außergewöhnlichsten Arten psychologischer Sabotage ist mir sofort wieder MK-Ultra in den Sinn gekommen. Dass die Militärs in unseren Tagen das Werkzeug nicht erst erfunden haben, möchte ich in diesem Beitrag zeigen. Auch möchte ich auf die Methoden sowie auf einige aktuelle Beispiele eingehen. Also lasst uns nun ohne weitere Vorrede starten. Alexander der Große war wohl einer der ersten größeren Kriegsherren, die sich der psychologischen Kriegsführung bedienten. Er eroberte ein Gebiet, das den heutigen Ländern Griechenland, Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, Ägypten, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan und Kaschmir entsprechen würde. In dem eroberten Gebiet ließ er immer einen Teil seiner Truppen zur Absicherung zurück. Allerdings wurde sein Heer somit immer mehr aufgerieben. Um seine Feinde in Angst zu versetzen, ließ er seine Schmiedemeister angeblich extra große Rüstungsteile anfertigen, eines Giganten würdig. Diese Rüstungsteile soll er dann mit Absicht zurückgelassen haben. Dies in Verbindung mit dem blutrünstigen Ruf seiner Truppen verfehlte die gewünschte Wirkung nicht. Aggressoren überlegten sich vermutlich zweimal, einen Angriff gegen das Heer von Alexander und dessen Riesen zu starten. Zu dieser Geschichte möchte ich einwerfen, dass ich nur eine Quelle im Internet finden konnte, somit nicht behaupten kann, dass diese Erzählung der Wahrheit entspricht. Von einem strategischen Standpunkt aus kann ich mir es allerdings gut vorstellen, dieser Schachzug wäre einfach genial und effektiv zugleich gewesen. Kommen wir nun zu Sun Tzu und seiner Kunst des Krieges. Dieser chinesische General und Stratege, der zwischen 534 und 553 vor Christus lebte, fasste seine Kenntnisse über die Kriegskunst im bis heute für Militärstrategen und Interessierte immer noch bedeutenden Werk The Art of War zusammen. Folgendes Zitat lässt sich im Buch finden. Die gegnerische Armee komplett zu übernehmen ist besser als sie zu zerstören. Ein intaktes Regiment, eine Kompanie oder ein Trupp zu übernehmen, ist besser als sie zu zerstören. Den 100. Sieg in der 100. Schlacht zu erringen, ist nicht der Gipfel des Geschicks. Den Feind zu besiegen, ohne zu kämpfen, hingegen schon. Es ist also im Krieg von großer Bedeutung, die Strategie des Feindes zu unterlaufen. Danach ist es wichtig, seine Allianzen durch Diplomatie zu unterminieren. Danach kann man dann dazu übergehen, seine Armeen anzugreifen. Man sollte jedoch nicht den Fehler begehen, seine Städte direkt zu attackieren. Ich habe mir erlaubt, das Zitat direkt ins Deutsche zu übersetzen, um euch nicht mit meiner wunderbar englischen Aussprache zu foltern.
Sun Tzu setzte das militärische Potenzial der psychologischen Kriegsführung also damals bereits ein, um Konflikte früher zu beenden und für sich zu entscheiden und dabei seine Ressourcen zu schonen. Auch die Schlacht bei Pelusium ist ein sehr gutes Beispiel für die Macht der Psychologie im Kontext von militärischen Auseinandersetzungen. Wir schreiben nun den Mai des Jahres 525 vor Christus. Der erfahrene Heerführer Perserkönig Kambyses II. Steht in der Schlacht auf dem Sinai dem altägyptischen unerfahrenen Pharao Ptolemäus III. Gegenüber. Da den Ägyptern Katzen überaus heilig waren und es ihnen strikt verboten war, diese außerhalb von Opferritualen zu töten, bediente sich der Perserkönig einer Kriegslist. Er machte sich seine Kenntnisse der ägyptischen Kultur zunutze, als er die Schlacht zu verlieren drohte, ließ er das Bild der Katzengöttin Bastet auf die Schilder seiner Krieger pinseln. In vorderster Front ließ er dann noch bei den Ägyptern bekannte und heilige Tiere wie Hunde, Schafe, eben Katzen, Ibisse vor seinen eigenen Reihen hertreiben. Der Anblick ihrer Gottheit auf den Schilden der Feinde als auch die auf sie zumarschierenden Tiere, die sie nicht verletzen durften und wollten, versetzte die Ägypter dermaßen in Angst, dass sie ihre Stellung aufgaben und flohen. Wenn man den Geschichten von Herodot Glauben schenkt, waren die Spuren dieses darauf folgenden Gemetzels noch Jahre später sichtbar. Die Schlacht bei Pelusium ist, wie ich finde, ein schönes Beispiel dafür, wie Ideologien, die einerseits dazu dienen, die eigenen in Zaum zu halten, andererseits klug eingesetzt, dem jeweiligen Gegner auch nützlich sein können. Für mich lässt sich hieran wieder wunderbar ablesen, dass man sich nach Möglichkeit an Fakten halten sollte und nicht an Hörensagen. Auch wenn dies zugegebenermaßen nicht immer mit der Lebensrealität vereinbar ist. Der Schmied, oder euch wahrscheinlich unter Genghis Khan bekannt, war ein weiterer begnadeter Stratege, der sich die psychologische Kriegsführung zu eigen machte. Der Reiterfürst begründete das mongolische Reich und regierte von 1206 bis 1227. Er entsandte gezielt Desinformationsagenten, die bei den Gegnern für Angst und Schrecken sorgten. Er setzte alles daran, sein Heer größer erscheinen zu lassen, als es eigentlich war. So setzte er im Kampf auf schnelle Manöver, die den Feind glauben machen sollten, dass sie es mit weitaus mehr Gegnern zu tun hatten. Auch setzte er auf spezielle Reiter, die dazu dienten, Informationen und Befehle schnell auf dem Schlachtfeld zu verteilen und umzusetzen. Gleichzeitig sollten diese Reiter auch die Boten des Feindes abfangen. Doch er hatte noch weitere Tricks auf Lager. So zogen seine Reiter größere Gegenstände hinter sich her, um bewusst Staub aufzuwirbeln. Oder ließen nachts viel mehr Feuerstellen entzünden, als sie eigentlich benötigten. Alle diese Maßnahmen erfolgten mit dem Ziel, das Heer größer erscheinen zu lassen. Auch wirkte er auf die Psyche der Gegner ein, indem er Pfeile verwendete, die geradezu durch die Luft pfiffen, da sie mit Löchern präpariert waren. Alleine diese kleine Maßnahme dürfte im Schlachtgetümmel für Aufregung gesorgt haben. Also hatte er auch die Wirkung von Lärm auf dem Schlachtfeld bereits erkannt. Kommen wir zu einem leider finsteren Kapitel in der deutschen Geschichte, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Auch hier wurden Sea Ops als sogenannter Force Multiplier eingesetzt, und zwar von allen beteiligten Kriegsparteien. Hitler beispielsweise nutzte die große Unzufriedenheit im Volke aus, um quasi kampflos an die Macht zu kommen. Er führte hierbei unter anderem die Belastungen durch den Versailler Vertrag an. Die Bedeutung der Medien, damals maßgeblich des Radios, wurde frühzeitig vom MS-Regime erkannt. Es nutzte den Volksempfänger, um die Meinungsmanipulation schleichend voranzutreiben. Doch Obacht, der Feind schläft nicht. Einen besonderen Coup landete die BBC im Rahmen ihres Propagandafunks. Hier ist England. Kurz vor der drohenden England-Invasion startete man eine Radiosendung in deutscher Sprache, um den Invasoren angeblich Englischkenntnisse zu vermitteln. Dabei wurden der geneigten Zuhörerschaft unter anderem Sätze wie „Das Boot sinkt“, „Das Wasser ist kalt“ oder „Ich brenne, du brennst, er brennt, wir brennen, sie brennen“ vermittelt. Dieses Vokabular sollte dann auswendig gelernt und mit Sicherheit auch verinnerlicht werden.
Auch diverse Gerüchte zur Unterminierung der Moral der deutschen Bevölkerung wurden mit Absicht und Erfolg gestreut. Bevor wir gleich noch einen Blick auf die modernen Beispiele für die psychologische Kriegsführung werfen, möchte ich gerne noch einmal die Methoden fokussieren. Ich denke, gerade in unseren Tagen gibt es hier mehr als genug Möglichkeiten, gezielt Meinungsmache zu betreiben. Bevor man eine solche Operation startet, gibt es einige Grundlagen zu beachten. Das Ziel der Operation muss klar definiert sein. Eine Lageeinschätzung muss vorgenommen werden. Man muss den Plan gut vorbereiten, Infos sammeln, aufarbeiten, Propagandisten aktivieren etc. Man muss sich überlegen, über welche Kanäle man die Information streut. Heutzutage vermutlich maßgeblich die sozialen Medien. Die Kampagne muss mit allen Beteiligten abgestimmt sein. Dann sollte man einen Test durchführen, um die Wirkung abschätzen zu können. Danach beginnt die Infizierung der Zielgruppe und die Produktion des Marketingmaterials. Nach der Operation ist auch die Auswertung der Ergebnisse von großer Bedeutung. Alleine an diesen Punkten sieht man bereits, dass es eine Menge an Manpower und Ressourcen bedarf, eine solche Operation ins Rollen zu bringen. Es ist dabei strikt darauf zu achten, dass die vermittelte Wahrheit stets mit den Positionen der nächsthöheren und der obersten Führungsebenen übereinstimmt. Da sich Informationen heutzutage in Windeseile verbreiten, ist die strikte und sorgfältige Planung das A und O, um einen Rückschlag der Operation auf sich selbst zu vermeiden. Kommen wir nun zu den Werkzeugen, welche dabei helfen, die Botschaft unters Volk zu bringen. Ein Klassiker hierbei dürfte wohl das Flugblatt sein. Es dient primär dazu, dem Empfänger Ideen in das Bewusstsein zu bringen. Ein weiterer Klassiker auf diesem Gebiet ist wohl die Mundpropaganda. Heute gerne im Gewand der Produktempfehlungen oder auch der Influencer im Gebrauch. Und ich dachte immer, Influenza sei eine Grippeerkrankung. Na dann. Auf die Gesundheit. Ein Beispiel für dieses Vorgehen lässt sich hier wieder zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges finden. Ausgewählte Propagandisten verbreiteten zumeist in Luftschutzbunkern beispielsweise die Geschichte vom Endsieg. Weitere Vertreter auf dem Parkett der PSIOPs sind Wahlplakate und andere Druckerzeugnisse wie beispielsweise Zeitungen, Bücher etc. Gerade in diesem Kontext macht auch die Bücherverbrennung, die wir leider immer wieder in der Geschichte erleben mussten, Sinn. Ich meine, wo kommen wir da hin, wenn wir uns nachher noch unsere eigenen Gedanken machen? Kommen wir zur Musik. Denn auch sie spielt bei der strategischen Information eine entscheidende Rolle. Patriotische Gefühle beispielsweise können mit ihr erzeugt werden. Denk beispielsweise mal an die deutsche Fahne in Verbindung mit der Hymne bei einer x-beliebigen Sportgroßveranstaltung. Schon liegen sich alle Schlagbrüllen in den Armen. Die Sportverbände und deren Werbepartner sind sich der Wirkung durchaus bewusst, ebenso wie die Militärstrategen. Das verbotene Horst-Wessel-Lied zeigt auch die moralisierende Macht der Musik. Doch auch Goebbels und seinesgleichen haben das Rad hier nicht neu erfunden. Was ihr hier seht, ist die erste Seite des sogenannten Hildebrand-Liedes. Dies ist das älteste erhaltene germanische Heldenlied. Es beschreibt in althochdeutscher Sprache eine Sage aus dem Umfeld von Dietrich von Bern. Die Geschichte erzählt von Hildebrand, der 30 Jahre lang in Verbannung war und zurückkehrt. Er trifft ausgerechnet auf seinen Sohn und versucht diesen mit Geschenken auf seine Seite zu ziehen. Sein Sprössling arbeitet jedoch für seinen Feind und er glaubt, sein Vater sei tot. Er sieht in den Bestrebungen des Vaters einen Frevel. Die Sitten und Gebräuche der Zeit verlangen ein Duell von Vater und Sohn. Es kommt zum Kampf und Hildebrand ahnt, dass dies für seinen Sohn und für ihn ein schlimmes Ende nehmen wird. Auch kennen wir beispielsweise alle das Phänomen, dass wir einen Song im Radio hören und ihn dann automatisch mit einer lange verflossenen Liebe in Verbindung bringen oder auch anders emotional berührt werden. Zur Agitation herangezogen wurde und wird natürlich auch immer wieder das gute alte Fernsehen. Damals wurden Kindern beispielsweise in den USA die Boshaftigkeit der Deutschen innerhalb von Comics nahegelegt. Wer nun glaubt, man würde heutzutage auf die Hebelwirkung verzichten, welche das Medium TV verspricht, ist wohl nicht von dieser Welt. So wahr mir Gott helfe oder God bless America.
Also die Religionen schlagen hier in dieselbe Kerbe. Schließlich versichert man sich und seinem Volke und seinen Soldaten den Beistand einer höheren Macht. Die Glaubenskriege des Mittelalters oder auch der Dschihad machen hier die Kontrollmechanismen des Glaubens allzu deutlich. Natürlich sind die Ausprägungen bei Staatsmännern und Terroristen möglicherweise unterschiedlich, am Ende läuft es aber auf In God We Trust hinaus. In diesem Zusammenhang fällt mir auch gerade wieder der gute alte Spruch ein: Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Aber wie bereits erwähnt, auch die sozialen Medien sollte man nicht bei dieser Betrachtung der psychologischen Kriegsführung außer Acht lassen. Passend hierzu ist auch die Meldung, dass der Verfassungsschutz nun auch auf YouTube ganz offiziell mit Humor gegen Salafismus kämpft. Ich darf euch daran erinnern, dass wir hier von einem Geheimdienst sprechen. Glaubt ihr also, die Präsenz auf YouTube ist die einzige Maßnahme, die hier ergriffen wurde? Bevor wir zum Fazit dieses Berichtes kommen, will ich wie versprochen auf ein recht aktuelles Beispiel eingehen, an dem sich abschätzen lässt, dass das Thema PsyOps nach wie vor ganz oben auf der politischen Agenda steht. Hier berichtete der Spiegel davon, dass die deutschen Dienste den Einfluss der Russen als Gefahr sehen. Auch die NATO hat sich hierzu sprichwörtlich bereits in Stellung gebracht. Interessant hierbei ist A, dass vom sogenannten Russland geht, also der Einmischung der Ivans in dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, kaum noch etwas übrig ist, und B, die Quellen für die deutschen Warnungen der Arbeitskreis PsyOps, psychologische Operationen, ist. Der, nennen wir ihn mal, Bericht des Spiegels postuliert auch die Möglichkeit, dass Cyberangriffe den NATO-Bündnisfall auslösen könnten. Einen kleinen Absatz möchte ich gerne zitieren. Das Vorgehen gegen Propaganda ist auch Teil der EU-NATO-Strategie. Beide Seiten wollen den Mitgliedstaaten helfen, besser gegen Falschinformationen vorzugehen. Gegenpropaganda sei aber nicht das Ziel, sagte Stoltenberg im Dezember. Offene Debatten mit Fakten seien der beste Weg, gegen diese Informationen und Propaganda vorzugehen. Das erklärt dann auch das Bestehen des NATO-Kommandos Strategic Communications Center of Excellence oder auch die Leaks über die sogenannte Integritätsinitiative. Bei der Integrity Initiative handelt es sich um ein Netzwerk zur Beeinflussung des öffentlichen Diskurses und der Politiker, um Stimmung gegen Russland zu machen. Dem Plan nach sollen Gruppen, sogenannte Cluster, aus gut informierten Menschen aus der Politik, militärischen Kreisen, aus dem akademischen Bereich, Journalisten als auch aus Think Tanks aufgebaut bzw. angeworben werden. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Serbien, Spanien wurden diese Cluster bereits etabliert und aufgedeckt. Den Link zu diesen Leaks findet ihr in den Quellenangaben unter Leak Integrity Initiative, wie auch alle anderen Quellen. Ich frage mich jetzt ganz ehrlich, wieso man nichts darüber hört. Die Dokumente sind für alle einsehbar. Auch die Namen der deutschen Journalisten. Kommen wir langsam zum Ende und damit zu einem Fazit meinerseits. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Propaganda und der psychologischen Kriegsführung? Ein Unterschied ist meiner Meinung nach, dass man bei der Propaganda den Urheber in den meisten Fällen kennt bzw. erahnen kann. Bei der psychologischen Kriegsführung jedoch wird eine Information gestreut, die die dann zu beeinflussende Gruppe als eigene Information bzw. Wahrheit erkennt und weiterverbreitet. Man könnte also bei psychologischer Kriegsführung vom hinterhältigen Bruder der Propaganda sprechen. Auch denke ich, dass PsyOps damals wie heute zur Palette der propagandistischen Manöver gehören. Aufgrund der Vernetzung können sich die Auswirkungen dieser allerdings immer schwieriger abschätzen lassen. Darum meine ausdrückliche Bitte: Glaubt nichts und niemanden. Wenn ihr auf dem Pfad der Wahrheit wandern wollt, macht euch selbst auf dem Weg. Ihr werdet sehen, mit der Zeit bekommt ihr ein recht gutes Gespür für Informationen. Als ersten Schritt auf euren Weg könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Das würde mich riesig freuen.
Denn ihr wisst ja, für euch ein kleiner Klick, für mich ein großer Schritt. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr das Video fleißig auf den sozialen Medien teilt oder auch bei euch im Freundeskreis, also Mundpropaganda betreibt. Auch Likes und Dislikes sind gern gesehen. Ich bin auch auf Twitter zu finden und betreibe einen Discord-Server. Auch hier findet ihr alle Links in der Videobeschreibung. Für dieses Mal bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.